Meine lieben Studierenden, vor wenigen Minuten ist bekannt geworden, dass ab dem 14.12., das heißt ab nächsten Montag, in Sachsen der sogenannte Härte-Lockdown gilt. Das heißt, dass ab diesem Zeitpunkt Schulen und Kindertagesstätten geschlossen sind und man nur noch zur Besorgung des täglichen Bedarfs die Wohnung verlassen darf, weiterhin zur Arbeit oder aus anderen triftigen Gründen. Das wird auch dramatische Konsequenzen für die Hochschullehrer haben, denn viele Studierende und auch Angehörige und MitarbeiterInnen der TU Dresden haben selbst Kinder und Familie. Und ich würde Sie bitten, dass Sie ab der nächsten Woche versuchen, so gut es irgend geht, mit den Möglichkeiten, die Ihnen die digitale Kommunikation bietet, zurechtzukommen. An der Universität setzen wir dazu auf den Messenger Matrix und ich würde Ihnen ganz gern einen Raum öffnen, den ich jetzt schon bereits nutze für ein virtuelles Büro, um beiläufige Kommunikation zu ermöglichen, und zwar Wonder. Hier in dem Bereich werde ich so oft es geht und vor allen Dingen auch, wenn ich nicht selbst in anderen Videokonferenzen bin, präsent sein und darf Sie nur bitten zu berücksichtigen, wenn ich mich wirklich auf Not Available setze oder auf Idle. Das ist ein Begriff, der aus dem, oder den ich persönlich aus dem IRC-Chat kenne. Das bedeutet so viel wie, dass man zwar schon irgendwie in der Nähe eines PCs, aber nicht wirklich kommunizieren möchte, während Not Available gilt tatsächlich als ein Do Not Disturb-Marker gilt. Während ich hingegen, wenn ich mich auf aktiv setze, für Sie adressierbar und ansprechbar bin. Sie können gern in diesen Raum kommen, sich hier mit anderen verabreden. Er ist die ganze Zeit für Sie geöffnet. Und sich miteinander austauschen. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit auch weiter Werbung dafür machen. Bedenken Sie nur bitte, dass Sie einen Chromium-basierten Browser dafür verwenden und vor allen Dingen, dass Sie vorher Ihre Audio-Einstellungen, Video-Einstellungen testen und ausprobieren, sodass Sie miteinander im gemeinsamen Austausch bleiben können, auch während der Zeit, in der es möglicherweise keine regulären Veranstaltungen geben wird, weder in Präsenz noch hybrid noch digital. Prüfen Sie bitte regelmäßig Ihre offizielle Uni-Adresse, um auf Benachrichtigungen aus dem Rektorat sofort reagieren zu können. Bleiben Sie mir bitte gesund und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte in der Matrix an mich, das heißt entweder auf den Informationskanälen der Fakultät SLK oder in den Kanälen und Gruppen zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen. Bis dahin und hoffentlich können Sie die Kontaktbeschränkungen einhalten und haben noch eine schöne Adventszeit und eine schöne Weihnachtszeit. Und bis wir uns wiedersehen, an der einen oder anderen Stelle bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.